Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung, diesmal mit SloanMC.com, einem PvP-Server, Minigames-Netzwerk, okay. Und DDoS Protection. Schauen wir gleich mal rein. Dankeschön für die Anfragen, sind nur ein bisschen wenig geworden, aber das ist klar. So viele Leute, die mir zuschauen, gibt es ja noch nicht. Aber ich denke, es wird dann schon bald wieder mehr geben. Ich bin jetzt momentan einfach ein bisschen allergisch, ja, einfach Pollenallergie oder so zu haben. Das sind eher Gräser bei mir. Und, oh, cool. Schauen wir mal kurz einfach mal hier runter. Direkt mal ein Bett für die Neulinge. Cool. Dass ich einfach jetzt gerade nicht so gewählt bin, viele Videos zu drehen. Einfach nur zum Wissen. Aber natürlich Selbststellungen haben immer einen großen Rang, deshalb mache ich trotzdem. Aber es geht jetzt gerade mit dem Reden. Jo. Sehr viele Effekte, das fällt auf. Schön eingerichtet. Allgemein. Was ist das? Sieht mir irgendwie so wie ein Dämon oder so aus. Aber das ist einfach ein Berg, der ein bisschen dekoriert ist, oder? Müssen wir noch genauer anschauen. Es gibt Balance oder so. Einfach Blöcke, die so in der Luft schweben hinter einem Charakter. Cool. Schöne Dschungelbäume. Trash. Server wird gesucht. Spectate Trash. Na, gehen wir, glaube ich, gleich mal kurz rein. Aber es sieht irgendwie so ein bisschen aus, als würde das irgendwie so ein Flug, ja, wie sagt man diesen, aus Avengers 1, diese Aliens da, aus, wo am Schluss New York angreifen. Gut. Spectator. Man muss irgendwas finden. Was ist das? Was ist das? Okay. PvP wahrscheinlich. Ja, ich bin sofort tot. Wenn ich schon PvP höre. Nein, sofort tot. Nein, Minecraft ist mir einfach noch nicht so das PvP aufgestiegen. Ja. Muss ich mal lernen, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Wenn ich etwas zu bauen habe, habe ich sowieso keinen Bock auf etwas anderes. Nur bauen. Nee, es ist klar. In anderen Spielen, zum Beispiel Champions Breakdown, bin ich schon ein bisschen relativ gut. Aber je nach Game bin ich wirklich auch schlecht. Und in Minecraft gefällt mir einfach dieses, ja, Hitten- und Knockback-Zeug-System nicht so, dass ich es gerne würde machen. Das ist scheinbar die Wartelobby, also es geht wahrscheinlich irgendwo anders hin. Kann man eigentlich die Dinge aufmachen, oder? Ne, es geht nicht. Okay. Ja, es kommt leider niemand. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Spawn. Ah, okay. Der erste Server ohne Spam. Spawn. Oh, Leute, schauen. Ja, es kommt gerade kein Spieler hier rein. Also, kommen wir irgendwie zurück. Spiel verlassen. So. Müssen wir irgendwas anderes machen? Wie wär's mit auf Schiff? Ach, kein Schiff hier, leider. Ich rede irgendwas und es stimmt nicht. Eieiei. Aber es ist ein Dock scheinbar, einfach so ein Wohndock. Gibt's das? Cool. Und irgendwo hier oben sollte doch noch etwas sein. Ja, da ist es ein Schiff. Ich wusste es, irgendwo muss ein Schiff sein. Auf einer Insel gehört auch ein Schiff. Gut, hinten kommen wir hoffentlich rein. Aha. Da ist noch Wolle dabei. Mhm. Aha. Ne. Ja gut, ist alles ein bisschen dekorationmäßig, kann ich verstehen. Ich bin nur mal eher der Bilder. Und Servern, wo er jetzt nicht so auskennt, sich mit verschiedenen neumodischen, vor allem Dekorationssachen.
Ist aber alles ziemlich Dekoration, deshalb mache ich auch ein bisschen schneller. Bild FFA, Free for All. Gehen wir mal hier rein. Ah, okay, das ist das gleiche System wie beim ersten Server, den ich vorgestellt habe. Okay. Ja, aber ich habe keine Items, also ich müsste irgendwo wie die bauen. Okay, ja, da muss man andere natürlich runterwerfen, indem man Blöcke abbaut oder Blöcke baut, den Weg versperren und so weiter. Aber da ich jetzt wirklich nicht sagen kann, ja, was ich machen muss, kann ein bisschen zu schauen. Ah, okay, man bekommt sie unten. Okay, genau das wollte ich sagen. Ich wollte die Waffen zuerst. Aber wenn man runtergeht, bekommt man die über. Das ist sehr gut gemacht. Ich bin aber nun mal auch nicht gerade so ein Ding. Deshalb gehe ich kurz jetzt zuerst einmal weg. Und schaue mir, dass ich jetzt mal ein paar... Ah! Ein Treffer und man ist weg. Ja, ich habe ihn getötet, 5 Coins erhalten und mit Coins kann man dann scheinbar irgendwie... das upgraden. Also wenn man jetzt hier draufklickt... Es ist mir ein bisschen, ja, nicht ganz klar. Es gibt sicher Tutorials. Das kann ich halt auf der Schnelle auch nicht machen. Deshalb, ja... Wir gehen jetzt einfach mal wieder raus und schauen andere Sachen an, bevor ich mich hier ganz blamiere, weil ich das einfach nicht kenne. Tut mir leid, aber ich kann dann gerne wieder mit ein bisschen Tutorials, ein bisschen angeschaut habe, dann ein bisschen mehr sagen. Spectate 1vs1 ist das wieder das gleiche wie am Anfang. Scheinbar einfach andere Inseln oder anderes Ding. Skywars 8 mal 1vs1. Ist wahrscheinlich auf einer Insel irgendwas aufbauen und dann von Insel zu Insel hüpfen. Können wir auch mal reinschauen. Aber es wird eben wieder niemand da sein. Ja, deshalb gehen wir wieder raus. Kann ich leider nicht zeigen, wenn jemand keine Sitzung offen ist. In die Richtung müssen wir, glaube ich. Dann haben wir hier, was noch kein Perma-SG spielt. Es ist leider auch wieder eins, wo man halt Spiele braucht. Okay, das ist einfach die ganze Zeit PvP. Und man upgradet die Items wahrscheinlich dann automatisch. Kann das sein? Weil das kenne ich noch. Damals habe ich immer wieder ein paar Minispielchen geschaut, auch PvP. Und kann dann einfach sagen, dass man einfach die ganze Zeit Gegner also Spiele killen muss. Und dann bekommt man besser Items. Und zum Beispiel jetzt eine Eisenpanzer. Ja. Wenn ich nur einfach auch das könnte mit dem Auswechseln, die richtigen Tasten ja, finde. Aber ich weiß es leider nicht. Das ist auch. Nur das ist Ketten. Ah, okay, wir haben Goldstiefel. Ja. Also scheinbar einfach ganz normales PvP, einfach für immer. Und das ist eigentlich ziemlich eine gute Sache. Ja, Hammelfleisch. Und jetzt eine andere Map. Ah, und jetzt ist man wieder normal. Also es wechselt, die Map wechselt immer wieder. Jetzt kann man zum Beispiel hier alles holen. Mache ich einfach mal diese Runde hier kaputt. Gut, ich bin frech, ich weiß. Aber zu Showzwecken muss ich das natürlich gerne auch machen. Ja, okay. Also am Anfang bekommt man natürlich besser Items. Und in anderen Truhen, nicht am Spawn, bekommt man dann, ja, ziemlichen Quatsch, oder? Verstehe. Ich hoffe, das ist klar. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne natürlich in die Kommentare posten. Ich bin jetzt aber einfach irgendwie gefangen. Ja, und wie kommt man jetzt wieder raus? Ich habe ja nichts zum Rausgehen. Teams verboten, ja, das ist klar. Also das sollte jedem klar sein. Betrüge gibt es natürlich immer.
Aber Random Events gibt's auch noch, zum Beispiel Langsamkeit. Muss ich mich jetzt irgendwie töten? Kann das sein, dass ich jetzt wirklich nicht rauskomme? Geh mal kurz aus dem Server, damit ich da rausgeworfen werde. Sonst geht es ein bisschen zu lange. Aber, ja. Genau, und jetzt müssen wir in die Richtung. Okay. Da haben wir gerade nichts. Die Spieler haben wirklich ganz coole Sachen freigeschaltet. Für mich aber fast ein bisschen zu wild. Eine Kuh als Pet und ein Ballon. Ah, das ist an Admin Smeox. PvP Chunky. Okay, sind ein paar Spieler weggegangen scheinbar. Aber macht nichts, das ist immer wieder wegen zeitlichen oder so. Ja, hier ist nichts mehr. Okay. Aber ein Haus ist da noch. Okay. Ich möchte jetzt noch den Drachen oder was das ist anschauen. Keine Aura, also das ist auch noch ein neuer Modus. Aber man, ihr könnt gerne noch ein paar Beschreibungen drauf tun. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was das genau ist, vom Namen her. Oder hier rein oder so. Einfach ein bisschen beschreiben, wäre noch gut. Die Insel ist sehr schön gemacht. Sehr freundlich, also dass man ein bisschen herumlaufen muss, ein bisschen über Stock und Stein. Das erfreut mich sehr, dass es nicht wirklich nur eine lahme Map ist. Und ja, Dekoration ist wirklich ziemlich cool mit den verschiedenen grauen Wollfarben hier noch. Sogar mit Blau drin. Aber jetzt, wenn wir oben sind, sehen wir leider auch nicht genau, was das ist, aber ich denke schon, dass es irgendwie eine Bedeutung hat, dass es so aussieht. Seht ihr? Ich sehe da oben ein Gesicht. Also gehen jetzt mal ganz außen an die Insel und schauen mal hoch. Ich glaube, hier ist es richtig, auf die richtige Seite. Sloan oder so? Nein, es ist Sloan. Sloan sagt mir halt eben nichts. Müsste ein Fantasiename sein. Oder einen Namen von einem Admin oder so. Es sieht für mich mega nach einem Alien aus. Aber es ist schön, sehr, sehr, sehr schön gemacht. Es ist ja mega geil. Dürft ihr gerne in die Kommentare posten, was das ist. Admins oder so. Ja. Sieht geil aus. Echt geil. Aber wahrscheinlich ist es sogar nur so ein bisschen gewollt, gedesignt. Das ist ein Kunstobjekt. Aber ich sehe immer gerne irgendwelche Dinge in Kunst. Wow, was ist denn das? Ist das hier ein Drachenmagier oder so? Ein Drachenflügel? Eine Hand, also eine Faust, eine andere Hand. Und da sind so Lichter, das ist so. Sieht sehr, ja, Fantasy-mäßig aus, aus einem Spiel oder so. Aber wahrscheinlich selber gemacht. Und das ist wirklich gute Qualität. Ein Besen oder so. Ah, jetzt kann, das könnte eine Sichel sein. Ah, das ist jetzt eine Sichel, okay. Verstehe, eine Sichel. Jetzt habe ich es auch gemerkt. Gut, ja, man hat leider also nicht so gut gesehen. Auch sogar so eine Doppelsichel. Sind zwei von diesen Klingen dran. Wow. Echt geil gemacht. Es ist einfach zu groß, um wirklich zu merken, was es genau ist. Was ist das? Keks, Kokosnüsse? Aha. Kokosnüsse. Mhm. Also ich mache gerne nochmals eine Servervorstellung dann später. Also in so ungefähr eine Woche oder zwei oder drei. Wenn ich danach ein bisschen mehr weiß. Also ja, das ist natürlich alles. Eine Serverbesichtigung ist natürlich nicht vorgesprochen.
ist nicht irgendwie ja, geplant von mir, dass ich das wirklich vorplane, schon vorstelle, also für mich schon vorschaue, sondern das ist alles blind. Und deshalb ist es natürlich auch jetzt gerade nicht so klar gewesen, was das alles ist. Und dafür sind einfach die weiteren Parts da, dass ich sehen kann, ja, okay, das Server, ja, ist so und so, und dann mache ich einen weiteren Part und dann kann ich das auch noch sagen. Aber bis jetzt gibt es halt jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt auch nicht weiß, was ich jetzt noch mache, vorstellen kann. Und ja. Genau. Das ist ziemlich cool, dass alles so mega wild aussieht. So. Ah, ich würde am liebsten wirklich auf einer einsamen Insel wohnen und aufnehmen können mit Internetanbindung natürlich. Wie es hier in Minecraft ist. Die sehen richtig cool aus, die Lianen. Okay, das war's mit dieser Vorstellung. Dürft mir Kritik geben, wenn ich was falsch gemacht habe oder nicht so gut gemacht habe. Aber eben, weil es blind ist und weil ich jetzt nicht so schon viele Server kenne, kann ich jetzt da noch nicht so viel Besseres machen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem eben auch gut gefallen. Und euch gefällt auch der Server. Und ja, eben kaum was Negatives vom Server, einfach wenig Spiele, wenig Spieler. Aber das wird alles sicher noch, vielleicht auch dank meinem Video. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basel. Tschüss.